Abteiler. Ihr Verein ist Lok Leipzig, ehemals VfB. Der in Gelb-Blau spielende Club war 1903 erster deutscher Meister. Nach zweimaliger Insolvenz wurde Lok 2003 von ehemaligen Fans wieder gegründet. Seitdem lebt der Verein vom ehrenamtlichen Engagement seiner Fans und den Erinnerungen an große Zeiten. Sich diese Freude an. 73.000 im Stadion, stehend Ovationen, Führermannschaft. Danke, 1. FC Lok Leipzig. Damals war das noch Lok Leipzig, was jetzt wieder Lok Leipzig ist. Und da waren wir berüchtigt. Doch die Polizei ausgetrickst oder durch Gartenanlagen durch und dann doch nochmal angegriffen, doch nochmal gekommen oder dann auch die Flucht ergriffen oder ich erinnere mich in Jena, dann auf dem Parkplatz, da ging es da so eine Straße hoch, da standen auf einmal die Jena oben. Da waren wir eine Kurve drin, haben nicht gesehen, wie viel wir sind. Die haben wir dann durch die Gartenanlagen gejagt. Also wer dort gewohnt hat, haben wir gedacht, was ist denn hier los? Und das ist ein geniales Erlebnis, die vergisst man auch nicht. Und wir haben eben zusammen verloren und zusammen gewonnen. Und du konntest da durch, weil die meisten nicht abgehauen sind. Zumindest dann, wenn es brenzlig wurde und sagt, Mensch, dann machen wir gemeinsam Rückzug, das hat keinen Sinn. Du konntest den Leuten ins Gesicht gucken, weil du keinen im Stich gelassen hast. Und dann wurde eben gesagt, jetzt ist Schluss hier bleiben wir, zurück. Und da wurde hörte auch jeder drauf, das war wie eine verschworene Truppe, da scherte keiner aus. Da wurde auf die Führungsperson auch gehört. Ich bin in meinen Lohnstreifen rein, habe ihn hingelegt, habe gesagt, die Spesen habe ich schon bekommen zum Chef. Wann kommt ins Gehalt, weil es da explodiert. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Ich sage, ich mache einen kleinen Betriebsrat auf. Also, da können Sie sofort die Firma verlassen. Das Beste, was Sie machen können, da gehe ich sofort. Ich sage, für die paar Kröten. Und Sie wissen doch, dass Sie ein Drittel vom Arbeitsamt kriegen. Ja, wissen Sie, das geht Sie überhaupt nichts an. Die Kollegen standen alle hinten draußen. Ich sage, ich gehe rein, ich habe nichts zu verlieren. Ich sage, schmeißen mich sofort raus. Da lieber bleibe ich liegen, aber nicht, dass ich mich von Ihnen hier tyrannisieren lasse. Ich habe einen Schulabschluss, zu, ich habe einen Lehrabschluss. Zu. Ich bin für Hilfsarbeiterjob. Dafür bin ich nicht auf die Schulbahn. Ich habe mich nicht auf die Schulbahn gesetzt. Und 4, 5 Euro, das ist, und das sind osteuropäische Löhne, tut mir leid. Das ist so. Klar ist es wenig Lohn, aber du bist erstmal wieder gefragt und gefordert. Und ich denke, es wäre ein Anfang, ich weiß nicht. Ich lasse mich nicht verstauen. Das ist jetzt der nächste Schritt, den ja, wir gehen. Ja, ja. Okay. Am Montag nochmal, 8 Uhr. Und da besprechen wir dann die ganze Sache. Ja. Alles klar. Wiedersehen. Wiedersehen. Ganz ruhig. Wie soll ich noch machen, Mann? Keine Augen.
nicht so schwer. Ja. Dass man Helm aufsetzen muss, Sturmhaube, schön, Handschuhe. Ja. Muss ab heute was richtig geht. Ja. Bestimmt 500 Logisten in der Stadt. Und was ist denn so? Sie provozieren jedes Mal, dass irgendwas passiert, oder? Bestes Beispiel 3.12. Was kommst du da in den Block rein? Genau so eine Scheiße. Ja. Das ist ganz einfach so. Für so ein Spiel braucht man nicht solche Leute hier. Ganz einfach. Das klären ganz normale. Was? Ja, das ist mir doch egal. Das ist schön gewesen. Komm du mal herüber. Also, ich werde Sie jetzt aufnehmen. Können Sie sich an mich erinnern? Ich kann mal schnell was machen, was Sie nur schaffen. Nee. Soll der Bus kommen? Ich bin da nicht zugegangen. Ich hab Sie beleidigt. Okay. Hey, jetzt mal, wenn einer von euch uns beleidigt oder so, dann ist nichts, gar nichts, hä? Wir sind gleich 20 Beamten am Start, das ist... Wir haben sowas gar nicht gesagt Sie oder so. Sie nichts zu sagen. Ja. Alles, was Sie jetzt sagen, wird gegen Sie verwendet. Ja. Okay? Kenn ich alles. Ich werde Sie jetzt psychografisch aufnehmen, ich werde anschließend ein Foto machen. Sollten Sie sich irgendeiner Frau wehren, wenn wir vielleicht... Bei Foto machen. ...einsetzen. Was werden Sie? Fragen. Ich wollte gerne zu Ihrem Sohn. Ist der denn da? Um was geht's denn? Es geht um ihn als Fußballfan. Marcel, erzähl mir doch mal, wie du Fußballfan geworden bist. Wie ich Fußballfan geworden bin? Das durch meine Mutti. Die ist früher zum Fußball gegangen, zu DDR-Zeiten. Und da hat die mich dann mal mitgenommen. Als man in Schulen gab es Freikarten. Und da bin ich dann halt zum Fußball gegangen. Und das war 98 gegen Union. Das war das erste Mal. Deine Mutti ist auch Chemiefan demnach gewesen. Und was bedeutet das für dich, Chemiefan zu sein? Was bedeutet das für mich? Einfach hingehen, alles so. Die Leute dort sind halt ans Herz gewachsen. Und was bedeutet Fußball für dich? Fußball? Naja, was ist denn Fußball? Da gibt es verschiedene Sachen. Halt hingehen, dann die andere Seite sich prügeln, aber bloß wenn es passiert. Und was machst du, wenn du nicht zum Fußball gehst? Also machst du eine Ausbildung oder? Ja, als Maler und Lackierer. Wie lange musst du noch machen? Noch ein Jahr jetzt. Und gehst du auch schönartig hin? Ja. Na wirklich? Öfters nicht, aber